Lava. Scheiße. Oh, verdammt. Ernst. Kamera nicht geladen, Konsole nicht geladen. Ja, 10% Konsolenleistung noch übrig. Da war gerade ein Enderman. Die Kamera habe ich jetzt zum Laden gepackt. Das kann ich gleichzeitig aufnehmen und laden. Bei der Kamera zumindest. Die Switch mal schauen, wie lange die das aushält. Ja. Ein Knochen. Na, den nehmen wir doch. Den nehmen wir nicht mit. Wenn wir nicht greifen können. Was können wir denn wieder wegschmeißen? Kies. Dann nehmen wir doch Knochen mit. Ja, besser als Kies. So, dann mal schnell nach Hause. Weiter geht die Reise Richtung Heimat. Wir sind immer noch unterwegs. Ja, langsam müssten wir mal ankommen, weil ich will mein Zeug nicht mehr rumschleppen. Ich will endlich mal das Lager befüllen. Ich will endlich mal meine Items ablegen. Ja, mal schauen, wie wir jetzt mit der Switch zurechtkommen. Wie weit die mich spielen lässt, wann die einfach ausgeht. Ja, zum Glück ist das hier bei der Switch nicht ganz so tragisch. Man kann dann später weiterspielen. Weil nicht so wie beim 3DS. Beim 3DS, wenn es dann ausging, ja. Und dann war es aus. Hatte kein Safe. Stand mehr. Kein Safe Game, kein Checkpoint, kein nix. Die Switch, die merkt sich das zum Glück. Da kannst du dann weiterspielen. Aber gut, jetzt wollen wir hier nicht über das Ausgehen der Switch reden, bevor es passiert ist. Ich hätte es ja mal laden können, aber gut. Nee, wäre zu einfach. Na dann schiffen wir hier mal am Strand entlang. Das ist auch ein bisschen zweideutig. Entlang schiffen. Ja. Komische Gespräche hier gerade. Komische Sachen, die ich gerade erzähle, ist heute irgendwie, ist, ja, fängt schon sehr lustig an. Ja, das Boot ist ein bisschen schlimm steuerbar, sagte ich das schon. Oh, eine Insel voller Kühe. Tatsache, lauter Kühe hier. Ja, ich brauche gerade kein Fleisch. Aber ja. Wie sagen wir jetzt in den Inventar? Freien Inventarplatz. Wie geht denn das? Naja. So, können wir hier drum rumfahren? Ja, können wir. Auch nur knapp. Hier haben wir ein graues Schaf. Ein paar Hühner. Und ein weißes Schaf. Ja, Safari-Tour. Ja, per Boot. Ja, Mann, ich will nach Hause. Ich bin jetzt schon den vierten Part hier unterwegs. Mann, ich will ankommen.
kann auch nichts anderes aufnehmen, nicht wirklich, weil ich, ja, diese Unruhe, ich muss gleich wieder den nächsten Part aufnehmen, weil, ja, noch unterwegs sein und, ja, kommen wir an und das, ja, blöder Tintenfisch hier blockiert hier meinen Weg. Die Ungewissheit und, ja. Das blockiert mich da ein bisschen. Da muss ich einfach weiter Minecraft bringen, Minecraft aufnehmen. Ja, deshalb habt ihr jetzt in den letzten Tagen eine große Portion Minecraft bekommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich da mal die Parts am Stück rausgehauen habe. Dass man alles andere vernachlässigt habe und Minecraft Anno gespielt habe. Joa. Dann baggen wir uns mit dem Boot mal weiter durch. Eine Seefahrt, die ist lustig. Naja, mittlerweile gar nicht mehr so lustig. Boah, diese verdammten Squids. So heißen die doch auf Englisch. Tintenfische, Squids. Squids. Ja, Mann. Das lässt sich auch hier ein bisschen. Gerade wenn wir so am Rand der Welt entlang schiffen, lässt sich das ein bisschen blöd steuern. Oh, ein hohes Gebirge. Oh! Wenn das mal nicht meine Netherbasis ist. Never. Die Neverlands. Ja. Da oben ist das Neverportal. Cool, dann sind wir noch ganz in der Nähe von Zuchbuse. Würden wir mal hier kurz anhalten und in den Never gehen? Nee, komm, das ist eine blöde Idee. Habe ich schon bemerkt. Ganz, ganz blöde Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Nein, Zwergi, nein. Lass es bleiben. Aber wir können hier mal anlegen und versuchen, von der Basis aus nach Hause zu kommen. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ja. Da haben wir zumindest schon mal eine ungefähre Idee, wie wir nach Hause kommen. Hier sind wir auch schon einige Male gestorben. Auf diesem Weg von der Basis nach Hause. Aber ja, immerhin besteht dann eine reale Chance anzukommen. Na komm, mach mal hops. So. Ja, da müssen wir halt hier mal ein bisschen abbauen. Dauert ein bisschen bei Steinen. Na, komm. Ah, verdammt. Dumtio Libo, Dumtio Lai. So. Hops. Hier mal entlang. Nof. Da oben ist er. Die Basis. Okay, dann muss der Eingang der Basis nicht weit sein. Kann der nicht weit sein. So, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang, ich sehe ihn schon. Von hier aus müssen wir... Ja, da ist der Eingang in die Basis. Ja, hier kann man durch den Berg hinauf zum Netherportal und rein in den Nether. Der Nether. Ja, da müssen wir auch mal wieder rein. Das ist auch mal cool. Ein paar Parts im Nether verbringen. Das würde ich gerne machen. Gern machen. Reden. Dann muss ich das Huhn gleich töten. Kleine Hommage. Ein Gronkh. Oh, Hase. Cool. Na, da müssen wir uns das doch gleich schnappen. Schwarzeichenbretter. Ja, weg damit. Haben wir jetzt das Kaninchenfell. Ach, cool. Ist auch was Neues.
Jetzt haben wir ein kleines Kaninchen getötet. Ja. Lava. Nicht zu nah an die Lava ran. Nein. Ja. Ich gucke gerade zur Zeit. Ich gucke gerade einige Minecraft-Let's Plays gleichzeitig. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich mache das. Unter anderem gucke ich gerade Gronkhs Live in the Woods. Lava! Scheiße. Ach, verdammt! Was mache ich denn hier? Oh nein, Kacke. Was kannst du eigentlich? Oh nein, da bin ich doch in die Lava gefallen. Was zum Henker? Hatte ich grad Schiss, dass ich hier verbrenne. Das wäre ein Fail gewesen. Zu kurz vom Ziel. Nicht so viel Fallschaden. Mann! Vorsichtig, Zwergi. Jetzt schlafen. Damit du vielleicht wieder im Schlaf regenerierst. Nicht wirklich, aber... Ja. Alter Schwede. Sachte. Lass uns heil nach Hause kommen. Meine Fresse. Das können wir jetzt nicht bringen. 4 Parts unterwegs gewesen und dann hier kurz vor der Haustür sterben. Meine Fresse, vorsichtig. Ja, wie gesagt, ein Gronkh Let's Play Minecraft bin ich gerade mal dabei. Deshalb habe ich auch gerade ein bisschen... Ach, verdammt. Ein bisschen Fallschaden. Kassiert. Deshalb habe ich auch gerade ein bisschen eine Hommage an den lieben Gronkh gemacht. Sollte ich mal aufhören, weil ja, sollte mein Projekt nicht mit anderen vermischen. Und gerade nicht mit Gronkh. Ich sollte mich nicht mit Gronkh vergleichen. Das ist schlecht. Man sollte sich generell nicht mit anderen Leuten vergleichen. Gerade auf YouTube nicht. Und ja, tut nur weh. Ich kleiner Zwergenfürst mich mit den großen YouTubern vergleiche. Ja. Einfach nicht machen. War noch nie eine gute Idee. Naja, da unten ist ein Lavafeld. Da müssen wir ganz doll dran vorbei. Weil mein Kind hat den großen bösen Instinkt, da reinfallen zu wollen, in die Lava. Ja. Gut. Noch ein Lavafeld. Wie viele Lavafelder sind denn hier? Meine Fresse. Mann, ich muss doch nach Hause kommen hier. Mann. Konsole. Meldet sich, dass die Batterie alles. Ja, komm. Vielleicht kommen wir trotzdem noch nach Hause, bevor die Konsole alle macht, schlapp macht. Das wäre mein Plan. So, Kuh. Ein bisschen Rindfleisch. Roh, aber ja. Hauptsache irgendwas. Damit wir uns generieren können. Regenerieren. Okay. Ach Mensch. Da bin ich im Kreis gelaufen. Bin ich zurückgelaufen. Mann! Das muss ich mir mal was markieren. Dass ich nicht wieder zurücklaufe. Ja, da haben wir dabei. Ja, hier mal eine deutliche Markierung, hier nicht lang. Wenn du das siehst, wird falsch, bist du wieder umdrehen. Ja, ich mache mir hier Markierungen, dass ich den Weg nicht einfach umdrehe. Verdammt, so ein Kack.
verirrt man sich ja leicht im Verirrwald. Wirrwald. So, die Tees hier. Und so kleine Wegsymbole. Wenn ich einem Tee entgegenläufe, dann weiß ich, dass ich definitiv falsch bin. Ja, okay, hier waren wir schon mal. Lavasee. War das der Lavasee, in den ich reingesprungen bin? Das kann durchaus sein. Ein Wegtee. Ja. Schön immer mal Wegtees aufbauen. Ja. Na komm. Wir laufen noch stur geradeaus. Ah, verdammt. Vorsichtig mit dem Fallschaden. Ja. Sachte, sachte. Ich will wirklich mal ankommen. Ja. Ach, Mann. Jetzt stecke ich unter einem Baum fest. So. Zwergi, bemühe dich mal ein bisschen. Jetzt hier nicht. Ist nicht drehen. Nein, Holz. Wollte ich jetzt nicht verschwenden. In die Erde. Zack, zack. Ein Erdtee. Erdtee. Nein, Erdtee. Mit D und T. Nicht andersrum. Kein Erdtee. Können wir auch mal versuchen. Aber nein. Ha! Wieso steige ich auf so hohe Bäume? Bin ich denn wahnsinnig? Ich bin des Wahnsinns. Kein Fallschaden. Sehr gut. So, hier entlang. Unter den Bäumen durch. Na komm. Witz hier schon. Zu kommen. Das war jetzt kein so deutliches Tee, aber ja. Es reicht vielleicht aus. Da hinten ist ein Gebirge. Vielleicht ist es ja das unsere. Na komm. Lass mich mal da sein. Oh, die Landschaft hier kommt mir auch bekannt vor. Kann das sein, dass das unser Dirt House Dings ist? Unser Dirt House Hügelbürger. Genau, die Hügelbürger. So was in der Art. So, Spiel speichert. Zwischenspeicherung. Nice. Okay. Wo sind wir hier? Ganz weit oben und da geht es ganz weit runter. Ja. Ich habe immer das große Bedürfnis, hochzusteigen. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. Ja. Wir dürfen bloß nicht die Richtung verlieren. Ich einmal wieder zurück. Ganz vorsichtig. Da war's. 20 Minuten später. Ja. Ich weiß, ich sollte hier mal. Ich sollte die Konsole mal laden lassen. Die Switch muss laden. Aber ja, ich will nach Hause. So, ich hatte wieder ein paar Prozent Akku. Ich hoffe, das reicht jetzt für ein paar Minuten. Ja. Ist schlecht, ich weiß, aber lass uns nach Hause kommen. Wir sind schon so dicht dran. Dann kann ich in Ruhe schlafen. Kann ich die Switch in Ruhe schlafen lassen. In welchem Gebirge sind wir jetzt? Es kann gut sein, dass wir in die falsche Richtung gehen. Kommt mir zumindest ziemlich unbekannt vor hier.
Verdammt. So ein Mist. Mensch, ich will nach Hause. Mensch, Computer. Mensch, Switch. Mensch, Spiel. Ich will nach Hause. Gebirge. Gebirge überall. Verdammt. Fallschaden, den wir uns nicht leisten können. Knusper, knusper. So. Oh Mann, da wird's schon wieder Abend. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Nicht, dass ich durch den Ausfall der Konsole jetzt die Richtung verloren habe und wieder zurückrenne. Lustig wär's. Das wären Ringereien. Ja, hin und zurück. Ringel, Ringereien. Ja. So schaut's aus. Na komm. Ja, nee. Das sieht tödlich aus. Tödlich ist auch, wenn wir jetzt nicht das Bett nehmen. Schlafen. Schlaf ist die beste Medizin. Kann man auch das Bett mal nehmen. Ja. Wald. Ganz dunkel. Oh. Zombie, 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 Zombie. Nein, nein, nein. Geh mir weg, geh mir weg, geh mir weg, geh mir, geh mir weg, geh mir weg. Böser Zombie, böser Zombie, böser Zombie, böser Zombie, böser Zombie, böser Zombie. Hau mir ab, hau mir ab. Hau mir ab, hau mir ab. Böser. Böser, böser. Ganz böse. Haben wir ihn getötet? Oh Mann. Der Zombie. Der hat uns nicht fast gekillt. Wir sind noch wohl auf. Aber ja. Was ist das hier? Wo sind wir? Hier war ich noch nie. Was zum Henker sind das für Gebirge? Oh Mann. Dauert das noch Parts. Ganze Parts, bis wir mal ankommen. Ewigkeiten. Okay, hier ist wieder Wasser. Dann fahren wir mal wieder mit dem Schiff weiter. Oh Mann. Ja, ich weiß. Ich weiß. Na verdammt. Fallschaden. Wo kommt denn der auf einmal wieder her? Der Schallfaden. Mittlerweile müsste ich doch wissen, wie man das vermeidet. Also wieder aufs Meer hinaus. Ja, da dachte ich, wir wären fast schon da. Haben wir schon die Basis gesehen. Haben uns dann doch noch verirrt. Ich glaube, wir bleiben hier besser. Auf dem Meer draußen. Das ist, glaube ich, am besten. Der beste Weg anzukommen. Ich hoffe, hier waren wir noch nicht. Wir fahren jetzt nicht zurück. Das wäre nicht so schön. Und jetzt hier gleich das Portal wieder sehe, dann. Ja. Dann weiß ich, dass dieser Part umsonst war. Oh, die Tintenfische schon wieder. Tintenfische. Ich fress euch gleich als Sushi. Ganz roh. Ungebraten. Ich bin kein Tintenfischesser, aber ich könnte es mir mal überlegen. Wenn ihr mir hier so die Quere kommt. So, wir sind hier schon am Horizont entlang. Ja,
So groß ist die Landschaft doch nicht. Oh nein, die Kuhinsel. Oh nein. Hier waren wir doch schon mal. Ich kann mich dran erinnern. Oder ist das jetzt noch eine andere Kuhinsel? Och Mensch, wir haben uns verirrt. Ich glaube, wir haben uns verirrt. So ein Kack. So ein Kack aber auch. Was eine Irrfahrt hier. Ewige Parts lang durch die Landschaften schwimmen, fahren, laufen. Das war schon so ein Hoffnungsschimmer. Da haben wir schon, ich hab's schon fast gesehen, ich hab schon fast ans Ankommen geglaubt. Aber nein, es sollte wohl nicht sein. Nein, nein, das soll heute hier nicht sein. Oh je, das Boot spinnt wieder. Naja. Hab damit wohl noch ein paar Parts am Rumschwimmen, wie es ausschaut. Tut mir ja auch leid, also es ist... Sucht man sich in Minecraft ja nicht aus. Also es, ich suche es mir ja nicht aus, wenn ich es. Ja, wenn ich es mir aussuchen wollte, wenn ich es mir aussuchen würde, wäre ich schon längst da. Wäre schon längst in der Heimat. Fick dich, Tintenfisch. Diese Tintenfische gehen mir mittlerweile auf den Nerv. Ja, ich muss gleich Schluss machen. Switch wird ja auch gleich wieder ausgehen. Hab schon ein Weilchen aufgenommen. Reicht vielleicht für ein kleines Pärtlein. Och nein, 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 nein. Wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Verdammt! Na, dann segeln wir hier diesmal weiter. Hier mal auf dem Meer bleiben. Können wir eigentlich nur richtig sein, wenn wir hier auf dem Meer weiter lang schiffen. Das ist auch das Wort des Parts. Dieses Parts. Na komm. Hier können wir eigentlich nur richtig sein, wenn wir hier am Horizont bleiben und dann langfahren. Das ist eigentlich nur der richtige Weg. Die Basis, hier sind wir doch, wir sind doch schon in der Nähe. Die Basis war doch schon, da ist doch schon ein Anzeichen. Da ein Gebirge, nicht mein Gebirge. Och, ich dachte gerade, was sich da aufbaut. Und wer der TNT-Haufen, den ich an der Hütte, in der Oguyana-Hütte aufgebaut hätte. Na komm, jetzt nicht drehen. Heimat. Tintenfisch. Tintenfisch, verdammt. So ein Tintenfisch. Dreckige Tintenfische. So, raus hier. Das sieht doch schon sehr gut aus. Hier können wir nicht weiterfahren. Ja. Boot wieder einsammeln. Wir könnten es noch gebrauchen. Na komm, hops. An Land. Erstmal an Land. Das sieht doch nach einem sehr schönen Gebirge aus. Na. Schauen wir mal oben auf der Gebirgsspitze, was wir da finden. Ja. Ich habe gerade schon Hoffnung. Ein Hoffnungsschimmer. Ankommen. Ja, das sieht vertraut aus. Sieht sehr vertraut aus. Ich freue mich. Ja, ankommen. Bin ich da? Bin ich zu Hause? Na, das wäre doch
Das wäre doch nice. Nice Reiser. Endlich da sein. Endlich im Dorf. Na komm, bitte lass es unser Dorf sein. Ja, ich sehe was, was mich sehr erfreut. Mein Haus. Nice. Wir sind zu Hause, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Nice. Wie sehr mich das freut, jetzt hier endlich da zu sein. Mein Hause. Och, könnt euch gar nicht vorstellen. Eine Kuh. Ja. Klaus. Klaus. So gut wieder bei dir zu sein, Klaus. Klaus, das Huhn. Och, Mensch. Ist das cool, wieder zu Hause zu sein. Im Haus. Ja, nice. Hier runter in den Keller. Können wir die Sachen mal einsortieren. Endlich wieder hier. Oh. Jetzt kann ich im Frieden den Part beenden. Schlafen gehen. Leute, das war mal eine lange Reise. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal sitzt seid und ja, keine weitere Reise verpassen wollt. Ja, bloß nicht, bitte nicht den nächsten Part. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Frieden hier haben. Im nächsten Part hier mal ein bisschen bauen hier. Ein bisschen im Dorf bleiben. Bin ich erleichtert, wieder hier zu sein. Habt ihr einen angenehmen fürstlichen Tag? Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal oder im nächsten Part Minecraft Anno. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.